Hunter Ivy und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen und mit den Ahnen von Bella Grusel. Und hinten im Bild sehen wir die Bella Grusel und vorne die Tochter Belinda. Und links, das ist der Papa von Belinda, nämlich das war der Friedbert Kurios, der auch hier jetzt auch eben jo, verstorben ist. Und eben der Papa von ihr ist. So, ja, Belinda hat ja jetzt ein Baby schon geboren. Das war von unserem Ibrahim und nun ist sie wieder schwanger und zwar dieses Mal von Nervus. Und jetzt sehe ich erstmal nach dem Benjamin. Warum legst du ihn denn auf den Boden? Oh, sie sollte mal ganz dringend auf Toilette, sonst ist sie gleich. Nein! Schitte, 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 schitte. Geht's dir noch gut? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wunsch aussprechen, das könnte man für sie irgendwie machen. Kati, wenn du schon da bist, dann leg doch den Benjamin... Ah, guck mal, Windeln wechseln und danach leg ihn wieder ins Bett oder so. Oh nein, nicht schon wieder. Belinda, es tut mir leid. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nicht schon wieder. Ich krieg sie da momentan irgendwie nicht raus und der Doc muss schon wieder kommen. So, wir gucken mal. Ja komm, wir machen mal einen Wunsch aussprechen. Wir haben noch was gehabt. Komm, geh mal raus hier. Oh, oh, ja, jetzt macht sie wieder den Affen. Und Nervus. Jetzt ist er nicht mehr da, sie bedankt sich noch von ihm. Geh mal raus, Dietmar. Nervus, du kannst jetzt mal runtergehen. Geh mal, hol dir mal was zu essen, bitte. So, ich muss mich mal ein bisschen um Belinda kümmern. Belinda... Nervus, nun geh bitte. Danke. So, wobei ist sie vielleicht auch erstmal... Ah, ja. Oh mein Gott, verdammt. Jetzt wo ist er denn? Oh, das haben wir jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Benjamin ist zum Kleinkind geworden. Hier bei Kati. Das hatte ja nicht funktioniert gehabt. Und jetzt irgendwie hat er es geschafft. Er hat wirklich, wirklich schwarze Haare bekommen. Was machst du denn jetzt? Hat er den Hunger? Ja, irgendwie schon. Nun gut. Kadi bringt ihn jetzt erstmal nach unten zum Essen. Oh, Ekun, guck mal. Mach mal da wieder ganz. Reparier das mal. Und Belinda würde ich jetzt danach... Also, die lege ich dann ins Bett. So. Meine Güte, was haben wir denn? Donnerstag 2 Uhr. Okay, also Nervus ist jetzt, hier unten. Du kannst dann den Rest hier mal aufräumen vielleicht. Kurt ist irgendwo gerade doch auch noch da unten gewesen. Kati, um dich kümmere ich mich auch nochmal. Warte, geh mal hier hin und spiele. Nee, nicht irgendwas essen. Achso, wir haben hier draußen immer noch unser Müffelbuffet. Das verkaufen wir mal direkt. Oh, es ist kein Müffelbuffet mehr. So, und ja, jetzt ist Benjamin hier unten. So, Kurt, ich würde dich mal bitten, dass du Benjamin hochbringst und ihn hier auf das Töpfchen einfach drauf setzt. Danach würde ich sagen, kannst du hier mal auf die Toilette gehen und dann lege ich dich erstmal schlafen, damit du einfach mal aus dem Weg bist. So, Nervus ist noch hier unten. Du kannst dann hier unten alles aufräumen. Oh, wer macht denn jetzt... Oh, verdammt, das ist zu spät gewesen. Okay, warte, Kurt. Alles zurück. Moment. Mach hier Benjamin baden. Und dann gehst du aufs Klo. Weil ich nicht weiß, muss ich ihm dann doch nochmal... Warte mal, genau. Ah, guck mal, er hat jetzt gerade so schön. Ich will ihn nochmal fotografieren, solange er noch in diesem wunderbaren Anzug steckt. So, er hat grüne Augen und er hatte die Augen vom Papa, die Haarfarbe von der Mama und aber auch das, die Hautfarbe ist auch vom Papa, weil er ist sehr, sehr hell.
So, oh. Oder mach, warte mal, vielleicht, dass wir ihm noch, ja, Benjamins Windeln wechseln, so vielleicht. So, Kati, wo bist du? Ach so, dir habe ich ja gesagt, dass du so ein bisschen Spaß brauchst. Übrigens haben wir, meine liebe Kati, wir haben, ja. Oh nee, jetzt ist das auch noch kaputt gegangen. Och Mann. Was machst denn du jetzt? Nein, komm. Okay, Egon, dann mach du das. Benjamins Windeln wechseln. Und Kurt, du musst hier das dann reinigen. Und dann kannst du nochmal fix duschen vielleicht. Meine Güte, ihr seid heute echt voll schwierig. Ja? So, Nervus, wo bist du? Wo bist du? Entspannen. Ach, du willst wieder hier bei Belinda ein bisschen entspannen. Ich gucke nach Egon und Benjamin und würde sagen, so, Benjamin vertraut küssen. Und wie geht es Benjamin jetzt so wirklich? Ja, so, dann kannst du ihn erstmal hier absetzen. Gehst mal selber auf Toilette und also nach oben am besten. Kannst sie noch säubern und gehst dann erstmal ins Bett. So. Und halt, Kurt, nach dem Duschen kannst du hier mal eine Kribsmilch für Benjamin machen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es aussieht. Belinda, gut, die von der Energie her geht es hier gut. Nervus passt ein bisschen auf sie auf. Und du bist hier und du musst noch voll viel Hausaufgaben machen, meine Liebe. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Ich schicke dich jetzt einfach zum Hausaufgaben machen. So, Nervus. Jo. Wo ist denn Kurt jetzt hin? Ach da, der ist gerade an der Kribsmilch dran. Benjamin, was willst du denn? Nee, du willst nicht Kati folgen, du willst jetzt einfach eine Kribsmilch. Und irgendjemand bringt dir dann was bei. Ich gucke nochmal nach Kurt. So, Kurt, du wirst dann nochmal ein bisschen schlafen gehen. Und Benjamin. Nee, Benjamin. Du nimmst jetzt einen Schluck davon, auch wenn du nicht so viel Hunger hast. Aber das wird dir jetzt gleich gut tun. Und dann schicke ich Nervus zu dir. Gleich. Gleich, Nervus. Sobald er blinkt. Da ist übrigens das Ding immer noch kaputt. Okay, hat Ego nicht geschafft. So, und dann machen wir zuerst mal sprechen. Yep. So, Belinda, wie geht's dir? Okay, Kati. Kati, Kati, Kati. Na gut. Egon ist jetzt im Bett gelandet. Seltsamerweise bist du auch nicht aufs Töpfchen gegangen. Warum? Was ist denn immer so schwierig da dran? Komm, jetzt geh aufs Klo. Und danach kannst du weiter schlafen. Los. Halt! Auf die Toilette. Warum geht das nicht? Komm. Sag mir, warum das bitte nicht geht. Das habe ich nämlich nicht zum ersten Mal. Kann jetzt nicht sein, dass die verbuggt ist, oder? Die Toilette ist verbuggt. Ich glaube, ich spinne. Mann, da muss ich mal was machen wieder. Aber ich weiß es jetzt immer wieder nicht auswendig. Achso, ne, Moment. Ich brauche noch so eine. So, dann geh mal auf die Toilette hier. Benutzen. Säubern kannst du auch nicht. Ich kann die nicht abfassen. Nicht gewählt, dein Gebrauch. Oh Mann, 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 Mann. Kein Wunder, dass keiner auf diese Toilette möchte. So, Belinda geht es langsam immer besser. Okay, dann würde ich sie jetzt gerade mal aufwecken. So, die zwei, die. Ah, jetzt kriege ich nämlich neue Wünsche. So, die zwei, da mache ich nochmal Chaka. Also wirklich neue Wünsche nicht. Sim um ein Date bitten. Oh, aber das können wir im Grunde machen, sobald Nervus hier fertig ist. Wie geht's dir? Spaß, brauchen wir ein bisschen. Okay. Sobald Nervus hier fertig ist, bitten wir ihn um ein Date und das wird er ja auch annehmen. Haben wir es geschafft? Ge ja. So, Benjamin, du müsstest sowieso.
Warte mal, Kurt, bist. Ja, Kurt ist im Bett. Kadi? Kadi ist auch. Ja, kann sich auch mit was anderes beschäftigen. So, Belinda? Oh Gott. So, was ist denn das? Nervus, schmutzigen Witz erzählen. Okay, warte. Unterhalten, schmutziger Witz. Dann wird es dir gleich besser gehen, ganz ehrlich. Okay, dann mache ich das nämlich weg. Das muss dann nicht unbedingt sein. Ich will ja nur, dass es ihm wieder besser geht. Also deswegen dieses Date. Oh, ihm hat es zwar jetzt nicht so gut gefallen, aber ihr immerhin. So, und dann einfach mal einen romantischen Kuss. Kitzeln, Kissen, Schlacht, Spielen. Spielen kommt also ganz gut. Kitzeln. Okay. So, dann mit dir tanzen. Ja, doch hier oben geht es schlecht. So, warte mal. Bring mal Benjamin nochmal aufs Töpfchen. Kati, 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 wo bist du? Verdammt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die muss nämlich auch gleich mit Valerie chatten. Ach, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, wir haben aber die Hausaufgaben anscheinend alle geschafft. So, jetzt muss ich sowieso gleich ins Bett. Kurt ist hier oben. Oh, Tamara. Oh, yay. Oh mein Gott, Tamara hat ihr Lebensziel erreicht. Zur Belohnung erhält Tamara bis zum Lebensende den Platin-Level. Yay, Verbrecher. Wir sind jetzt ein kriminelles Superhirn. Müssen immer von 17 bis 19 Uhr arbeiten und scheffeln noch ein bisschen Kohle. Warum sie allerdings nur in solch einem kommt und dann auch gar nicht so diese coole Klamotte hat. Oh, und irgendwas hat sie... Oh, da gucke ich natürlich rein. Was haben wir denn? 25.000 gerade mal. Okay. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Das nächste wäre theoretisch Zauberkünstler. Aber das, da gehen wir natürlich nicht mehr rein. Das muss nicht sein. So, du gehst mal auf Toilette und Kadi, du musst jetzt mal in die Schule, bitte. So, ich gucke nach Belinda. Sie ist mir gerade am wichtigsten. Und ja, bring mal Benjamin ins Bett. Und Nervus, sei mal so lieb und lehre das hier mal. Tamara, könntest du bitte den in Ruhe lassen? So, sollte hoffentlich funktionieren. Und dann sollten wir nämlich irgendwas Spaßiges spielen. Hände klatschen zum Beispiel. Oder Ball werfen. Und Tamara, du kannst dir das mal aufräumen, wegwerfen, wie auch immer. So. Die Zeit läuft ab. Oh, jetzt muss ich mal so langsam durchatmen. Tamara, genau. Wir haben jetzt Herbst. Es geht in den Herbst hinein. Und da würde ich dich gerne Outfit zusammenstellen. Mal gucken, was wir für den Herbst irgendwie was für dich finden. Und dann gehst du noch was essen. So, Belinda. Belinda geht auch nochmal handrangmäßig da rein. Und auch wenn es jetzt kein so tolles Date ist, ich möchte, dass sie jetzt noch ein bisschen Spaß hat. Und deswegen schicke ich sie gerade mal zum Spielen. So, Nervus. Was machen wir mit dir? Das benutzen hier hinten. So. Ihr habt doch ganz viele Sachen auch geschickt und geschrieben, was ich machen soll hier. Und ich weiß nicht, ob ich immer alles erfüllen kann, weil ich halt ja manchmal einfach hier total im Arbeiten quasi bin. Alle Bücher weglegen. Und ich nicht weiß, wann ich was wie jetzt hinbekomme. Also so nach und nach werde ich mal an das eine oder andere rangehen. Das sieht im Grunde ganz schön aus, aber nicht herbstlich mehr. Das hier gefällt mir. Herbst, ja, jein. Also es ist eigentlich immer noch jetzt schon fast ein bisschen kühl. Das hier, naja, weiß ich nicht. Was haben wir denn noch? Das sieht nicht so schön aus, eher wie ein Sack. Was haben wir denn noch? Das ist eher auch Sommer. Das hier ist schon fast Winter, würde ich fast sagen. Das muss auch nicht sein. Hm. Okay, was haben wir denn an einzelnen Dingen? Da könnten wir irgendwie so einen Rock oder auch so einen Rock.
Oder auch so eine Hose. So eine Hose. Verschiedene Hosen. Das, theoretisch können wir davon was nehmen. Fände ich nicht schlecht. Also mir gefallen jetzt eigentlich sogar mal der Rock an ihr. Und irgendwie was Langärmliches wäre jetzt aber ein bisschen besser. Ne, der passt natürlich nicht zusammen. Was haben wir denn? Das ist schon fast Winter. Das theoretisch gefällt mir. Das also passt auch nicht so ganz zusammen irgendwie. Ich weiß nicht. Das theoretisch für den Herbst geht es im Grunde. Auch wenn wir ein bisschen bauchfrei haben. Soll ich das mal probieren? Oh. Irgendwann werden wir auch nochmal einkaufen. Ich lasse ihr das jetzt mal. Ich gucke mal mir das in real an. Für einen Moment, warte. Ja, es geht. Lassen wir einfach mal. So, Nervus. Ich würde dich mal bitten, ein bisschen was zu kochen. Frisch, weil wir nicht mehr so viel da haben. Hier, machen wir uns mal ein paar Omelettes. Belinda, wir kriegen Post, okay. Belinda, was machst du? Belinda. Freundschaftlich umarmen. Auch sie hat noch Hunger. Ich habe doch eigentlich gesagt, dass du spielen sollst. Genau. Geh mal da hinten bitte spielen. Ja, ich weiß, dass es dir nicht so gut geht. Manu. Nervus, du kochst hoffentlich? Ja. Weil dann hat Belinda nämlich auch Hunger. Benjamin ist noch im Bett. Egon ist irgendwo hier oben. Der ist noch auf... Ich mache mal viele Sachen. Oh mein Gott, was habe ich denn da? Oh, Leute, ich habe hier da was stehen lassen. Deswegen, ja, das stelle ich noch hier hin. Und deswegen konnte gar keiner hier diese Treppe benutzen, ne? Telefon! So, wer geht denn mal ans Telefon? Vielleicht Tamara? Ja, und dann schauen wir mal. So. Okay. Nein, Feuer! Nein, 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 nein. Ach, Nervus, du könntest doch schon super gut kochen. Warum das jetzt? Hallo? Lösch doch einfach das. Okay, zum Glück kommt noch jemand. Meine Güte. So, dann nehmen wir mal... nimm sie mal raus. Oder vom Herd runter. Kann ich Nervus spielen? Nein, das ist gerade ganz ungünstig. Wir haben gerade Feuer noch im Haus gehabt. Komm. Ich habe jetzt total den Atem angehalten. So, jetzt abspülen. Ja, jetzt spül ab, weil du hast es echt vermasselt. Geh danach mal baden und dann würde ich dich vielleicht... Nee, wobei, ich will dich jetzt nicht mehr bitten. Belinda kann vielleicht auch selbst kochen. Komm, Belinda, Abendessen servieren. Chili con carne. So, ich gucke nochmal eine kurze Runde. Also er geht jetzt duschen. Egon ist hier oben und ja, macht Spaß. Tamara ist hier im Bad momentan. Das ist auch okay. Belinda, wir warten immer noch auf das zweite Baby. Die macht sich jetzt erstmal was zu essen. Und Benjamin, der wacht jetzt gerade auf. Da können wir dann Egon eigentlich reinschicken, damit er mal an ihm weiterarbeitet. Ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann hier weitergeht. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saginatal. Ciao, ciao.